Willkommen zu einer neuen Folge Sky Attack. Wir waren wieder hinter der World Border. Was alles passiert ist, das seht ihr einfach jetzt in dem Video. Ich habe direkt die Elytra Herzen bekommen. Direkt unser. Wir haben was vergessen. Was haben wir vergessen? Das Boot. Das können wir schnell craften. Hier ist doch Holz. Ich wollte gerade sagen, ist hier eine Menge Holz. Hallo? Macht ihr jetzt eure Experimente? Oh ja, nee. Ja, deswegen sind wir leise von dannen gegangen, weil wir dich jetzt nicht stören wollten mit unserer Wissenschaft. Kann man zuschauen? Also wegen mir kann man schon zuschauen, Basti. Was meinst du? Wir tun ja nichts Illegales, oder? Ihr seid ja nicht unterwegs. Ist nichts Illegales. Okay, also wir befinden uns im End bei den Koordinaten minus 2190, minus 1480. Ach, da unten ist doch noch das. Oh, warte. Hui. Hast du mitbekommen, Janos? Ach so, nee. Dann, wenn ihr so weit weg seid, dann nicht. So. Das sollte schon reichen. Dann setz hier zwei Blöcke hin. Warte kurz, jetzt sind mir die Blöcke ausgegangen, jetzt müssen wir mit Holz weitermachen. Ja, ich kann auch mit denen, geht zur Seite. So und so. Können wir auch ohne Knöpfe machen, weil einer muss ja hier stehen, uns dann aktivieren, zack, und dich zurückholen. Genau, richtig. So. Alter, das ist aufregend. Ich mach mal einen Test, ob es reicht, von der Höhe her. Ja, tatsächlich. Okay, ich werde hier dann ein Beacon aufstellen, ne? Den Beacon müssen wir, pass auf. Huch! Alter, Schock meines Lebens gekriegt gerade. Kroko! Alter. Pass auf, den Beacon müssen wir weiter unten platzieren. Stopp. Kannst du mal mit der Enderperle das nochmal schauen? Weil ich glaube, das war gerade Zufall, oder? Von der Höhe? Ne, pass. Nee, klappt tatsächlich. Okay, nee, cool, sehr gut. Ja. Soll ich dann auch schon eine schmeißen? Dann bist du, oder ich muss ja dann beide. Müssen wir jetzt noch nicht machen, das ist jetzt nur ein Test gewesen. Was? Wir müssen den Beacon, lass den uns direkt unten platzieren. Aber das Beacons, dann hauen wir die Beacons darauf. Warm. Dann darüber darf nichts sein. Warum funktioniert der eine nicht? Ah, doch jetzt. Kurz. Okay. Dann haben wir schon was. Dann machst du Schnelligkeit rein. Und tatsächlich brauchen wir halt auch noch Regeneration. Ja, ich mach Regeneration und Strange, ne? Oder geht nur Regeneration, ist dann ein eigenes Ding, ne? Alter, also save deine Elytra da jetzt dann in der Ender Chest, dass du vom Spawn wieder hierher kommen kannst. Ja. Und ich beobachte das. Alter, und dann musst du noch bedenken, da ist ein Schalker. Und du musst beim Reinlaufen. Uff, das wird. Alter, Kroko. Ich bin ja kein Schwarzmaler, aber. Wir geben nicht auf. Basti, du musst mit runter. Ich muss mit der Leiter runter und du musst meine Leiter unten wieder mit draufnehmen, bitte. Okay, ja, oder du springst ins Wasser? Ah ja, ist da unten ganz viel, stimmt, richtig. Ansonsten, hier, bitteschön. Nee, da ist ein Wassereimer. Du meinst wegen Water MLG und so? Ja, oder du lässt Wasser runterlaufen und schwimmst ja, mit runter. Ja, das ist die sichere Seite. Oder du machst ein Water MLG. Ja, komm, Profis machen. Kroko! Ich kann das halt nicht. Es ist eh zu spät. Kroko! Wenn du jetzt stirbst! Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Das hast du jetzt nicht gemacht! Das war doch ein Witz! Nein, sowas geht nicht. Wenn ich sowas einmal mache, dann muss ich. Kroko! Was soll ich noch mitbringen? Oh nein, ich muss schnell runter, weil das Wasser, was runterfließt, tut das Zeug wegspülen. Nein! Ich hab's gesaved. Nein, ich bin. Oh Gott. Was? Ich bin an Fallschaden gestorben. Du musst da jetzt schnell hin und meine Elytra safen. Was ist denn? Gott! Warum bist du gestorben? Kroko! Ich hab gesagt, ich muss es ausprobieren. Was heißt denn schnell? Ja, damit meine Elytra nicht despawnt. Aber ich hatte doch gar keine Elytra. Also du, okay. Ja, ich hatte alles und wollte schnell dein Zeug retten und bin halt aber einen Bauchplatscher gemacht dabei. Nee, ist leer. Na, guck, Iosa war hier. Ich hab Partikel gesehen. Ich vermute mal, das ist aber nicht so ganz der Plan gewesen, oder?
Nee, das war definitiv nicht der Plan, Leute. Jetzt sind alle Sachen weg. Ne, die sind da unten. Ja, dann ist aber auch mein Stuff dabei. Den müssen wir jetzt alle retten. Ey, Leute, okay, wir haben ihn schon. Schlag doch nicht einfach Leute runter. Okay, Kroko. Jetzt geht's los, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte echt mal ein bisschen Übung. Okay, das ist die Übungsrunde, Basti, okay? Okay. Ach, hilft ja nichts. Schrei, wenn ich aktivieren soll, die Enderperle. Ja, ich muss die erstmal richtig schmeißen. So, du bist drüben? Lau? Alles gut? Nein! Es geht ohne Probleme. 3 Stunden später. Aber magst du mir vielleicht doch noch eine zweite geladene Armbrust droppen? Weil wir brauchen sie ja eh nicht, wenn wir die Schneebälle holen. Und vorhin hatte ich das Problem, dass ich daneben geschossen habe. Also wenn ich eine zweite gehabt hätte, hätte ich es vielleicht noch korrigieren können. Okay. Vielleicht. Hab zu dir geworfen. Liegt hinter dir. Hab sie, perfekt. Gut. Okay, Kroko, let's go. Der final Versuch. Jetzt gilt's. Jetzt muss es klappen. Wie hoch ziele ich? So ungefähr dann. Let's go. Ich muss zwei Äpfel essen, es hilft nichts. In der Pille. Ich hab die Schalker und ich hab die Dinge rausgeschossen. Was? Ist die Elytra draußen? Er liegt draußen, ja. Wir müssen jetzt fix sein. Ich bin ausgeloggt, bist du. Du musst. Oh Gott. Einfach okay. Also ich lande, du kannst dich einloggen. Okay. Das Schiff ist geladen jetzt. Log mich ein, Schiff ist geladen, wir haben 5 Minuten. Ich brauche Goldäpfel, suchst du mir Goldäpfel? Die sind noch unten in der Kiste. Ja, richtig. Du gehst jetzt gleich runter. Elytra muss ich ausziehen, weil die will ich nicht verlieren, das wäre kein guter Tausch. Go. Enderperle rein. Goldäpfel brauche ich nicht, ne? Los geht's. Du gehst runter. Du musst jetzt nur noch das Ding einsammeln. Du musst nur noch einsammeln, rein und einsammeln. Ja. Bei Goldäpfel sicherheitshalber und los geht's. Ins Bötchen. Das raus. Hochklettern, das ist halt das, was Zeit kostet. Und dann musst du jetzt dann reintreffen. Safe reintreffen auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Das ist ja schlimmer wie ein Elfmeter, ey. Das ist wie, stell dir einfach vor, du bist in WM-Endspiel und hast den entscheidenden Elfmeter. Stell dir das vor. Da kommen noch mehr Leute zu, würde ich sagen. Ja. Und stell dir vor, die WM wäre in deinem Heimatland. Danke. Das ist okay, alles klar. Aber ganz ehrlich, in solchen Situationen, easy. Wir brauchen keine Armbrust mehr. Es gibt keinen Schalker mehr. Es liegt alles nur noch da. Okay. Pflücken. Okay, Goldapfel ist gegessen. Enderperle wird anvisiert. Okay. Feuer. Nein! Ich hab dich wieder geholt. Geh runter. Perle. Die sind da drin. Hab eine. Schnell. Gibt's doch nicht. Ich hab keine Perle in das Zurückrufding geschmissen. Nein! Du bist dran. Schmeiß eine Perle rein. Du bist auf dem Weg. Los geht's. Ja, scheiße. Ja, jetzt hab ich den Elfmeter. Lol. Ja, du bist dran. Der andere hat auch verschossen. Okay, wie kommst du wieder hoch? Du schwimmst hoch. Ich bin schon da. Okay. Okay. Auf den Weg. Hast du eine Perle dabei? Ich habe eine Perle dabei. Ich habe 2 Goldäpfel dabei. Ich gehe. Oh Gott. Scheiße, jetzt hast du mir den Matchball gegeben. Kroko, was soll das? Ich hätte ihn gern gemacht. Ich war zu doof. Oh nein. Ich bin am Hochgehen. Oh Gott. Nein, ich bin nur. Scheiße, Alter. Oh Gott, war das dumm. Ganz in Ruhe. Oh Gott, war das dumm. Goldäpfel hast du, oder? Ich habe jetzt einen Goldapfel gegessen. Oh Gott. Wir könnten ein bisschen Zeit noch gut haben, weil der Basti sich ausgelockt hat. Oh, du hättest ein Stück weiter rein müssen, dann bist du schneller mit diesem Gehopse. Aber gut, okay. Ja, das war ich und ich dachte, ich wäre dann schon. Keine Ahnung. Oh, ich glaube nicht, dass ich da nicht reingetroffen habe. Nein. Aber ich habe mir die Zeit genommen zum Zielen. Ich muss meinen Pfoff dann wieder runterstellen. Wann bin ich denn endlich oben, Mann? So, bin oben. Du bist gleich da, okay. Einmal sneaken, ich muss meinen Pfoff auf Normal stellen. Also auf okay, ich bin da. Ich laufe jetzt vor. Bitte, du schaffst das. So, ich bin langsam am Vorlaufen. Okay. Goldapfel essen? Nee, brauche ich jetzt noch nicht essen. Okay. So, ich
Warte, ich werfe. Ich bin nicht drin. Hol mich! Scheiße, warum treffen wir jetzt nicht? Ich bin auf dem Weg, meine Enderperle ist schon geladen. Okay. Meine Enderperle ist schon geladen. Okay, go. Scheiße, warum treffen wir denn jetzt auf einmal nicht dieser Druck? Das ist der Stress. Ich glaube, dass sie weg ist jetzt. Ich glaube, dass sie weg ist. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Wie kann denn sowas passieren? Ich habe damit niemals gerechnet. Nee, du hast noch Zeit. Geh hoch. Ich bin auf dem Weg. Hey, komm schon, Profi. Komm, mach den bitte Elfer rein. Das war jetzt einfach, wir haben beide für unser Team haben wir verschossen. Oh, und jetzt kommt der wirkliche letzte Elfmeter. Komm, Groko. Oh Gott. Ich schau nochmal, ich muss so ein bisschen drüber. Du hast auch zu hoch geschmissen, ne? Ich glaube, ich habe daneben geschmissen, also nebendran so ein bisschen. Ich war zu dumm. Oh Mann, ich war so aufgeregt einfach. Groko, sag, wenn du ready bist. Ist jetzt ein Goldapfel. Okay, los. Ich ziele. Feuer. Oh, ja. Du bist drin? Ich bin drin. Hat sie? Nein, hat sie noch nicht. Was? Nein, es war die Schalke. Oh nein! Schnell, geh noch mal runter. Du hast gesagt, du hast sie. Groko, geh schnell. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht, diese blöde Schalke. Ich fass es nicht! Ich bin am Ende! Was tun wir, Basti? Beeil dich! Die Zeit ist noch nicht vorbei, sie läuft noch! Beeil dich! Oh Gott! Ich hoffe so sehr, dass wir es noch schaffen! Es wäre so ein Happy End einfach! Ich hoffe so sehr, dass wir es noch schaffen, weil dann wäre es noch eine noch lustigere Story, als wenn wir es jetzt vergeigt haben. Alter. Bist du am Hochgehen? Ja, sie lag halt einfach noch da, ne? Sie lag halt noch da. Ach, komm schon, bitte. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Das ist doch einfach nur passiert. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt musst du treffen. Das ist jetzt wirklich der allerletzte Elfmeter. Okay. Ich habe den Goldapfel gegessen, Basti. Ich schmeiße. Du bist drin? Ich bin drin und sie ist gedespawnt. Nein! Hol mich zurück. Sie ist gedespawnt. Ja. Oh nein. Der letzte. Basti. Diese Schalker-Chess. In der Wissenschaft hat man ja immer Rückschläge. Aber das ist unser Gewinn für heute. Ja, das ist eine Trophäe. Da müssen wir einen Tempel bauen. Wir begründen eine Religion darauf. Ich bin nicht einverstanden damit, dass wir sagen, dass das nicht erfolgreich war. Damit das war schon erfolgreich. Und allein das Ding hier, das ist unser Erfolg. Ja. Ich bin nicht einverstanden, dass es nicht erfolgreich war. Heb's gut auf. Auch wenn wir sie nicht haben. Die wird benannt, die kriegt einen Ehrenplatz. Die ist hinter der Border. Auch wenn wir die Elytra leider. Oh Gott. Nein, aber wie ich halt einfach. Es war einfach dumm. Du hättest auch einfach eine Reaktionszeit haben können wie vorher. Mann! Ja, ich dachte so. Nein, ja, du sagst, gut, du hast gut, sie, Fehler, dann hole ich sie dir. Ich hab zu früh. Du hast alles richtig gemacht. Du hast so perfekt vom Timing. Ich war einfach nur zu trottelig. Oh Gott, wow. Ich hab das Ding aufgesammelt und hab sie noch da hinten auch gesehen. Ich glaube, ich habe mir noch so in der Bruchteil einer Sekunde gesagt, ich schrei schon mal, weil ich bin eh gleich da, dass es direkt klappt. Ja. Aber habe länger gebraucht, als ich gedacht habe. Den Drachenkopf können wir nicht abbauen, leider. Den können wir einmal wegsprengen. Wir nicht abbauen. Wenn das irgendwie geht. Keine Ahnung. Das machen wir irgendwann anders. Ich mache für heute Feierabend. Ich auch. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt jetzt hier die anderen Videos aus. Bis dann und tschüss.